einen Esel verliebt zu machen. Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt immer zu. Nie hörte ich so harmonischen Zwist der Töne, so süßen Donner. Und hier kommt Puck. Thank you.
Thank you.
Bye-bye, Sister Kate. Es geht jetzt nach Harlem. Dort haben wir den Romeo und Julia Ballroom. Das Orchester Duke Ellington spielt da mit Johnny Hodges, dem berühmten Altsaxophonisten, und Paul Gonsalves auf dem Tenorsaxophon als besonderen Solisten. Hamlet sitzt in unserem Romeo und Julia Ballroom an der Bar. Denn das ist ja, jenseits von dem Spaß, den Puck mit alledem treibt, der Sinn dieses Stückes. Shakespeare ist heute und hier und überall und also auch in Harlem. Und nun also zuerst Romeo und Julia und dann Hamlet in Harlem. Thank you.
Das war eben die Trompete von Cat Anderson, die, wie Duke Ellington sich ausdrückt, in der Stratosphäre verschwindet, den Wahnsinn von Hamlet symbolisierend. Aber so fügt Duke Ellington hinzu, in jenen alten Tagen hat crazy natürlich noch nicht das gleiche bedeutet wie heute. Der nächste Satz vor dem Finale führt uns nach Ägypten, zum Nil, zur Sphinx und zu Kleopatra. Johnny Hodges sorgt auf dem Altsaxophon für die Kleopatra angemessene Atmosphäre. Und danach ist dann der Tenorsaxophonist Paul Gonsalves, der Solist des großen Finales, voll all der Kraft und Vitalität, gleichermaßen Shakespeares wie Duke Ellingtons. Maurice Béjart hat das zu einem Rugby à la Shakespeare gemacht. Ganz am Ende huscht noch einmal Puck in die Zähne und will Verwirrung stiften, aber die Rugby-Mannschaft fängt ihn. Also Kleopatra und das Finale. Thank you.
Diesen Leckerbissen wollen wir Ihnen heute noch einmal zeigen. Und danach gibt's Ausschnitte aus der Asientournee von Albert Mangelsdorf aus das legendäre New Yorker Schwarzenviertel erlebt eine